Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich zeige euch ein Schminki, heute kein Adventskalender, weil ich warte gerade auf die Post, dass die mir welche bringen und so schnell klappt das alles nicht und deswegen ein Schminki. Ich habe Mischa schon aufgetragen, weil da war ja keine Foundation mit drin und das ist ein Schminki mit den Produkten von gestern aus diesem tollen Adventskalender. Ich starte mit der Augenbrauenpalette, Puderprodukt. Aber ist auch so ein bisschen cremig, also ist jetzt nicht staubtrocken. Die Qualität ist sehr schön. Ich würde mir normalerweise so nicht meine Augenbrauen schminken, aber ich möchte das ja testen. Deswegen benutze ich da auch alles aus dem Kalender. Und die Farbe kommt hin. Ich habe den mittleren Farbton genommen. Und wenn ihr eine andere Augenbrauenfarbe habt, könnt ihr natürlich auch mischen. Sind ja drei Farben und ein heller ist auch dabei. Einmal ganz schnell mein Augenbrauenmascara von Catrice. So, jetzt kommt ein Stick und zwar ist das ein Color Stick. Die Farbe seht ihr, ne? Die ist so ein bisschen Mischmasch. Ich finde eine Bronzerfarbe für mich. Hier steht drauf, dass es mineralölfrei ist und long wearing, das heißt, es hält lange. Die Kosmetik kommt aus Deutschland, sie kommt aus München und ich glaube, sie ist auch in Deutschland hergestellt und sie ist auch vegan. Also wenn ihr das jetzt, wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr das googeln. Ganz tolle Produkte. Qualität, auch hier der kleine Schwamm ist super toll, den habe ich feucht gemacht, dann wurde der viel, viel, viel größer. Und jetzt mache ich den Bronzer rauf. Auch hier muss man ein bisschen verblenden, weil ich habe nicht vorher abgepudert. Puder war ja da nicht im Adventskalender. Und wenn man dann auf ein Cremeprodukt, ein Puderprodukt aufträgt, muss man ein bisschen arbeiten. Das heißt, stundenlang verblenden, damit es nicht so fleckig wird. Ne? Weil erst war das ein bisschen fleckig, aber jetzt verblende ich ganz doll und dann geht das auch. Super top Qualität. Auch hier das Rouge. Ich habe ein bisschen viel aufgetragen. Das ist ein First Impression Video. Ich habe kaum geschnitten, nur das Unwichtige, wenn ich gerade stundenlang weggucke oder ich falle vom Stuhl oder irgendwas. Das habe ich rausgeschnitten. Ansonsten ist das auch für mich hier ganz neu. Ich kenne die Produkte nicht, schmink mich zum ersten Mal damit und dann kommt das natürlich auch vor, dass man ein bisschen zu viel aufträgt. Ich will mir nur die Qualität anschauen und für euch so ein bisschen Inspiration zeigen. Mir einen Eindruck machen und so weiter. Da habe ich jetzt den Highlighter in der Tube. Damit mache ich mein Dekolleté, weil ich das schön finde. Ich möchte auch wissen, wie es aussieht. Und es ist praktisch eine Highlighter-Creme. Guck mal, das sieht so richtig schön aus, wenn man das aufs Dekolleté aufträgt. Na, das sieht hochwertig aus. Alle denken, mein ganzer Körper sieht so aus. Dabei ist es nur das Dekolleté. Ja, wir müssen ja tricksen. Ne? Das sind ja die Tricks der Frauen. So, jetzt kommt noch ein Puder. Das habe ich da auch noch mal rüber gemacht. Das ist ein Highlighter-Puder. T-Shirt ist voll, ist klar, ne? Sie geht so aus, sehe, als wenn ich gearbeitet hätte. Ja, mein T-Shirt ist voll, aber das macht nichts. Ich will euch ja nur zeigen, wie die Produkte aussehen. Da fällt mir ein, oh, was machst du denn jetzt? Nimmst den Pinsel. Nimm doch den neuen Pinsel. Ja, auch in diesem Adventskalender war ein megamäßiger Pinsel drin. Den liebe ich einfach. Und damit kann man natürlich ganz toll den Highlighter auftragen. Wie gesagt, erst auf den Handrücken, dann auf den Pinsel, dann aufs Gesicht. Also richtig, richtig, richtig schön. Den Pinsel liebe ich, den werde ich jetzt jeden Tag benutzen. Ja, ich bin echt begeistert. Ich könnte mich überschlagen. Jetzt zeige ich euch 5 Lippenprodukte. Da sind nämlich 3 Lipgloss drin, 1 Lippenkonturenstift, den trage ich gerade auf, und 2-mal Lippenstift. Und ich möchte euch einen Eindruck vermitteln, deswegen mache ich jetzt alles rauf. Erstmal den Lippenkonturenstift, schönes, leichtes Rosa, matt, kann man alleine super tragen, auch für die Arbeit. Dann eine Seite mit dem einen Lipgloss, die andere Seite mit dem anderen Lipgloss. Und wenn ihr Farbnummern wissen wollt, ich suche hier auf dem Produkt, aber ich finde keine Farbnummer. Und ich glaube, dass es eventuell so ist, dass das Produkte sind nur für den Adventskalender. Wenn ihr Glück habt, findet ihr vielleicht auf der Seite von La Haye, so heißt die Firma, die Produktnamen oder so. Also hier steht nichts weiter drauf. Aber das kann man sicherlich irgendwann noch mal rausbekommen. Naja, jetzt mache ich das noch mal ab. Dann kommt der Lippenstift drauf und dann seht ihr, was so in diesem Adventskalender drin ist. Also der lohnt sich wirklich, der kostet 35 Euro. Das ist umgerechnet auf 24 Türchen, ich glaube 1,45 Euro. Da kann keiner mithalten, weder Essence noch Catrice.
So, es geht los mit dieser tollen Lidschattenpalette und ich werde auch hier die Pinsel nehmen, die im Adventskalender drin waren. Ich mache jetzt ein bisschen Musik an, lasst das gerne auf euch wirken, wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Ich schminke mich jetzt zu Ende und ich kann euch nur sagen, ich bin megamäßig begeistert. Die Farben sind toll, die Qualität ist toll. Dieser Kalender, diese Kosmetik und diese Firma ist für mich eine glatte Eins. Ich bin begeistert, nicht nur vom Preis, der ist sowieso unschlagbar, sondern auch von dieser Qualität. Wie kann man so günstig sein? Ich zeige den auch bei YouTube, diesen Adventskalender. Ich habe ein Unboxing gemacht, schaut euch das gerne an. Ich bin mehr als begeistert. Die Farben in dieser Lidschattenpalette sind wunderschön. Die Qualität ist megamäßig. Ich bin sowas von begeistert. Und so begeistert erlebt man mich nicht so sehr oft, gerade bei diesen ganzen Adventskalender-Unboxing. Aber hier bin ich wirklich begeistert. Und ihr werdet lachen, ich benutze einen Kajalstift. Der ist auch super. Ein Kajalstift, ich sage, der ist super, ja, ihr habt richtig gehört. Und ich benutze auch nachher noch den Mascara und auch da bin ich begeistert. Ich bin nie zu begeistert mit Mascara, ich mag nur von Maybelline den Sky High, aber ehrlich gesagt, der gefällt mir. Ich möchte nicht sagen, dass ich ihn jetzt jeden Tag benutze, das werde ich nicht tun. Ich werde bei Maybelline bleiben, bei Sky High, aber ich liebe ja, den auch schon seit Jahren, aber ich finde trotzdem diesen Mascara von La Haye richtig, richtig, richtig toll und den kann man super benutzen. Werdet ihr sehen, ich zeige euch das nachher, also am Ende dieses kleinen Mini-Videos auch noch mal von dichten, da seht ihr das noch mal ganz nah, wie das so aussieht und ich benutze auch gleich noch den Glitzer-Eyeliner und alles ist wunderbar, aber jetzt mache ich ein bisschen Musik an. Ich bin echt begeistert, also ich kann euch den nur empfehlen. Wie gesagt, ich arbeite nicht für diese Firma. Ich will es nur sagen, die kennen mich gar nicht. Aber von mir aus könnt ihr mich gerne kennenlernen, weil ich bin von denen richtig begeistert. In Deutschland hergestellt, vegan, alles Mögliche, also was denn noch? Mega Preis, also mehr geht ja gar nicht. Ich sag tschüss, schönen Nachmittag noch, lasst euch nicht ärgern und bleibt gesund. Und viel Spaß jetzt noch beim Zuschauen. Jetzt kommt Musik.
Musik.